Patrick. Herzlich willkommen zurück, ich bin Brinny und ich spiele hier eine wunderbare Sealed-Kampagne in Duels of the Planeswalkers 2014. Letztes Mal haben wir uns mehr oder weniger gut gegen Ajani durchgeschlagen, jetzt ist Garruk auf dem Plan und wenn wir ihn plätten, kriegen wir eine Boosterpackung, was ich doch sehr schön finde. Dann würde ich sagen, spielen wir die Partie gegen Garruk, gegen Garruk-Wildsprecher und starten das Duell. Diesmal achte ich, versuche ich ein bisschen solider darauf zu achten, was ich halte am Anfang. Das ist eine Hand, zum Beispiel bei der ich das ist wieder so eine Hand, die ich halten würde, welchen gieriger Bastard bin. Einfach aus dem Grund, weil wir haben die zwei weißen Quellen für ihn oder ihn und sie. Aber das ist einfach nicht machbar. Ich meine, ich müsste auf jeden Fall eine blaue, wisst ihr was, ich bin so gierig, einfach nur, weil ich habe nichts zu verlieren. Ich bin aus dem Grund gierig, aus dem Grund spiele ich zuerst, ja. Ich muss nur blaues Mana nachziehen, um ihnen zu 3 legen zu können und die Potenzial zu haben, weitere Karten zu ziehen. Ich halte es einfach mal, wahrscheinlich kriegen wir wieder aufs Maul. Ich gehe bei ihm davon aus, dass er dicke Kreaturen spielt, weil er grün spielt. Also gehe ich davon aus, dass das Spiel sich eh in Midrange abspielen wird, so Züge 3, 4, 5. Heißt, wir haben ein bisschen Zeit dieses Mal. Wir werden wahrscheinlich nicht von vornherein überflutet werden. Ich gehe davon aus, dass Kreaturen aus dem Deck springen könnten, die 3-3 sind. In Zug 2. Was bösartig ist. Momentan wieder das Problem ist, bleibt die blaue Quelle aus. Noch jedenfalls. Es wäre natürlich schön, wenn das eine Insel wäre und wir im nächsten Zug den Dude spielen könnten. Die ist tückisch, die hat Reichweite, heißt, sie kann auch fliegen, blocken und Todesbührung, heißt, ein Schaden von ihr reicht, um was zu töten. Stellt uns natürlich auch die Option ab, jetzt dann ihn zu spielen und Karten zu ziehen, ziemlich gut. Oh, das ist jetzt natürlich krass. Ich hoffe einfach mal, dass ich in den nächsten Zug eine Mana ziehe, egal welche Farbe, blau wäre mir am liebsten. Dann haben wir schon die Chance auf den ersten Day. Ich meine, den einen Schaden von der Spinne nehmen wir. Es wäre mir sehr recht, wenn eine Kreatur das aufs Brett legen würde. Aber wie gesagt, ich denke mal, sein Spiel spielt sich in höheren Mana-Regionen ab. Für 3 kommt das Schwein, das er opfern kann und 4 Lebenspunkte bekommen. Das ist okay. Es sind 3 Attack Power auf dem Feld. Wir ziehen eine Quelle. Das ist doch gut. Ich tendiere jetzt dazu. Ich tendiere dazu, eigentlich ihn nicht zu spielen. Ich möchte gerne Karten behalten für nach dem Board Wipe. Es liegen 3 auf dem Feld. Es ist sein 4. Zug. Er könnte noch für 2 Mana einen Colonial Tusker spielen, wobei er ihn wahrscheinlich schon gespielt hätte. Das wäre mir sehr recht, wenn er jetzt irgendwas spielt, was ich eben jetzt ein bisschen Mehrwert aus dem Day of Judgment rausbekomme. Also eine 3 Kreaturen abräumen wäre mir schon relativ lieb. Ich falle auf 16, was nicht die Welt ist. Er kriegt halt 4 Leben. Das ist gut. Er spielt einen 4-4er aus. Ist auf 4 Handkarten. Wir machen das Brett leer. Das sieht sehr, sehr gut aus momentan. Ich könnte auch den Paladin spielen. Theoretisch erst. Aber ich räume lieber einmal das Brett leer. Wir kriegen ja auch den Day of Judgment wieder zurück. Das heißt, wir haben im Grunde 3 Day of Judgment auf der Hand durch die Archäomagierin. Die sagt ja hier, hol uns eine spontane Zauberlexerei-Karte aus dem Friedhof zurück. Heißt, wir können 3-mal das Brett leer wipen. Er hat 4 Handkarten, wenn man jetzt 5 logischerweise, wenn man davon ausgeht, dass es auch Länder sind, bleiben ihm nicht so viele Optionen vermutlich zurück. Er hat übrigens ein Schwein geopfert, 4 Lebenspunkte geholt, spielt so ein Schwein erneut aus. Ist okay, 2-2, wird unser Paladin mit fertig. Würde ich auch jetzt ausspielen. In der Hoffnung, erstmal nicht mal das Brett leer fegen zu müssen. Wir bremsen ihn damit aus, können weiterhin Karten ziehen. Grün nicht dafür bekannt, viele Flieger zu haben. Mehr Spinnen mit Reichweite. Und ich hoffe mal, dass er da eben nicht das Glück hat. So, er greift jetzt an. Ich würde das doch blocken, auch wenn ich jetzt vor einem Riesenwuchs Angst habe. Aber wie gesagt, okay, er spielt diese Karte, die kommt ins Spiel, gibt eine Kreatur seiner Wahl. +2/+2. Heißt, der wird dick genug, den zu töten. Der hier überlebt. Ist vollkommen okay. Wir kriegen 2 Leben. Wir haben den Angriff abgehalten. Und können immer noch, wenn wir wollen, im nächsten Zug das Brett leer fegen mit Day of Judgment. Ich tendiere aber dennoch dazu, das erstmal liegen zu lassen. Unter Umständen. Das sind 5 Schaden auf dem Feld. Wenn er nochmal eine Karte spielt, wir gehen jetzt auf 13. Und wenn er nochmal eine Karte spielt, haben wir ihm wirklich viel Ressourcen genommen. Wir haben eine volle Hand. Und vor allem, wenn ich nochmal Mana ziehe, habe ich im Zug darauf die Option, den Djinnsh zu spielen. Also, vor allem, ich würde es fast noch genießen, wenn er 2 Kreaturen spielt. Die 5 Schaden nehmen wir gerne.
wir tauschen jetzt hier Leben gegen Handkarten und Feldvorteil. Sehr viel Feldvorteil in dem Fall. Er spielt die Colonial Hydra für 4. Kommt mit 4 Marken ins Spiel. Das nehme ich ihm sehr gerne. Das würde ich dayen, sozusagen. Wir haben leider nicht genug Inseln, wenn ich das richtig sehe. Noch eine Insel nachziehen ist jetzt essentiell. Wir brauchen die Insel nämlich für Zeitschleife, für Djinn und für die Archäomagerin. Alternativmöglichkeiten sind natürlich dann erstmal Blocker rausspielen, sichere Fahrt zu benutzen. Es kommt ein 2-3er raus, der am Ende seines Zuges eine +1/+1 Mark auf eine Bestie legt. Hat er momentan noch nicht, heißt sieht noch gut und aus. Eine Insel wäre super, super nützlich jetzt. Darum würde ich auch die Zukunftssicht spielen, um mal da reinzugucken. Oh, wir verlieren halt den Traumdrachen. Ne? Wir haben den Djinn auf der Hand, das heißt, ich würde die Insel nehmen. Die Insel ist erstmal akuter. Ich würde die Insel auch ausspielen. Und den Dude, der uns Karten zieht. Auch einfach für die Option, auf den Jump-Blocker zu haben. Wir haben jetzt eine relativ gute Position, auch wenn wir nur 13 Leben haben und eine 28. Denn wir haben die Option, nochmal ein Date zurückzuholen. Wir haben den Djinn. Ich habe mein Mikrofon angedotzt. Sorry, wenn eure Ohren explodiert sein sollten. Ich hätte den Day of Judgment lieber einen zu früher jetzt, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich kann ihn einfach blocken, es passiert nicht. Der hat 5-5, was relativ knackig ist. Allerdings passt es schon. Ich spiele das, nehme den Day zurück. Kann den auch nächsten Zug spielen. Ich jump block die beiden einfach. Was jetzt die beste Wahl ist. Ich block die beiden, lass meine Kreaturen durch sterben, ist ja nicht das Thema. Ich will ja eh das Feld komplett leer räumen nächste Runde. Und dann schaue ich, dass ich langsam die Kontrolle des Spiels bekomme, indem ich eben Zeug spiele. Oh, Kreaturen verursachen erhalten +X/+X. Wobei X die... Oh mein Gott, und Trampelschaden. Okay, sie bekommen beide +5/+5 und Trampelschaden. Das würde mich normalerweise töten, aber... Ich kann das einfach negieren mit sichere Fahrt. Ich würde das gerne spielen. Ich würde gerne sichere Fahrt spielen. Ja gut, ich muss eigentlich jetzt keine Blocker deklarieren. Aber ich tue es trotzdem. Ich spiele sichere Fahrt. Findere allen Schaden, den ich in meine Kreaturen bekommen würde, diese Runde. In diesem Zug. Das passiert. Ich bekomme auch keinen Trampelschaden dadurch. Alles klar. Der Effekt verfliegt. Das ist schön. Alles klar, sehr gut. Wir können jetzt hier erstmal. Ah, ich wollte ihn aber zurücknehmen. Ich wollte erst angreifen. Ach, Spiel. Dann halt nicht. Ich bin halt ein Wächter im Azuris. Oh Mann, ich wollte... den Schaden verschenkt, weil ich erst gezogen dann gedacht habe. Und ich dachte, wenn ich die meine Hand zurückziehe, kann ich da einfach wieder negieren. Aber nein! Nicht mit mir. So, was kommt jetzt hier? 6, 4 Fuß Trampelschaden. Es wird halt auch nicht besser, ne? Die dicken Dinger hüpfen weit aus seinem Deck raus. Und ich habe nicht so die Option, den wegzumachen. Okay. Was sind unsere Optionen? Auf jeden Fall überleben wir einen Schlag von dem hier. Ich mache ihn mal dicker. Im nächsten Zug kann ich zweimal angreifen. Also jetzt ist sein, es kommt in deinem Lebensfort natürlich perfekt zugute. Trampelschaden heißt übrigens ja, wenn er mir Schaden zufügt, dann nehme ich den Schaden, den überfälligen Schaden, den er nicht braucht, um die Kreatur zu töten. Zwei Kreaturen kämpfen und sie bekommt +1/+1. Oh, ärgerlich. Egal. Er greift es nicht an, logischerweise, weil er sie töten kann. Das ist optimal. So ziemlich. Sie kann nicht angreifen, nicht blocken. Das ist wunderbar. Wir spielen den Djinn. Also, ich glaube, ich habe Trampelschaden nicht erklärt, wie das Zeug passiert ist. Also, Trampelschaden heißt einfach, dass Schaden, der überschüssig ist, nachdem eine Kreatur, die blockt, zerstört wurde, auf den Spieler angerechnet wird. Jawohl, wir blocken das, tappen das da einfach. Er hat immer noch zwei Handkarten, was mich echt, echt nervt. Ab nächster Runde können wir Karten von unserer Bibliothek spielen.
was uns weiterhelfen dürfte. Wir haben auch eine Zeitschleife, können es mal angreifen nächste Runde, was ihn nach der nächsten Runde auf 12 bringt. Oh, scheiße, Mann. Das gibt's ja nicht. Er legt plus 1 Marker auf eine Karte und lässt zwei Kreaturen kämpfen, was unseren Chin abstellt. Dass der echt mit der Karte noch so viel Value rauskriegt, ist Wahnsinn. Die Karte sagt im Grunde jetzt, zieh eine Karte für 5 und greift zweimal an. Aber auf der anderen Seite müssen wir das eigentlich tun. Ich meine, es ist nicht so, als hätten wir jetzt irgendwie die Mega-Option. Ich muss. Wir haben halt auch schon unsere Ding draußen. Unsere ist unsere. Die Karte! Ihr wisst schon, die Karte. unseren Drachen. Das heißt, wir müssen nun gucken, dass wir einen Finisher ziehen. Wir brauchen was Dickes. Wir brauchen am besten die Hydra. Ein Land ist nicht, was wir brauchen. Der einzige Vorteil ist, wenn er jetzt einfach nur Dudes ausspielt, die nichts tun, sind wir relativ gut aufgestellt. Wir können, solange noch eine Kreatur spielt, können wir die austappen. Immer wieder, weil sie kann eh nicht blocken. Der Stab ist ein bisschen ätzend, jetzt gibt ihm noch mehr Leben. Immer wenn er ein Land spielt oder einen grünen Spell. Wir topdecken Länder, was uns nicht weiterhilft. Das wird nochmal knapp hier. Also ich würde gerne angreifen. Ich würde gerne den da austappen. Ich sehe gerade, dass ich einfach da den Button drücken könnte mit allen angreifen, was wahrscheinlich einfacher wäre. Ja. Wunderbarst, würde ich mal spontan sagen. Er kann sich jeden Zug um 1 heilen, ich mache ihm 2 Schaden. So verliere ich in dem Tempo, weil wir nur 15 Karten im Deck haben. Wir müssen jetzt Zeug ziehen. Deck, bitte, bitte. Gib mir irgendwas. Habe ich schon beide Archäomagerinnen gespielt? Nein. Okay. Wir müssen die Hydra ziehen, das schnell. Bevor er was anderes zieht, um uns zu ärgern. Der ist nicht so schlimm. Der gibt dem jetzt zwar jede Runde eine +1/+1 Marke und die wird unendlich groß, aber solange sie Pazifismus drauf hat, ist uns das egal. Jede Kreatur nehme ich jetzt dankend an, weil jede Kreatur ist mehr Schaden. Wir haben im Grunde noch 13 Züge, die Uhr läuft sozusagen. Ich muss jetzt einen. Wie heißt der Typ eigentlich? Der ist der Fürsprecher der Bestie. Ich würde Fürstsprecher sagen. Es ist Fürstsprecher. Fürstsprecher der Bestie. Das ergibt. Total viel Sinn. Heißt der Fürstsprecher? Das ist Fürsprecher, okay. So, mach blöde Witze später, heißt er wirklich so. Die arme Sau. Oh mein Gott, eine Kreatur seiner Wahl bekommt bis zum Ende des Zuges +7/+7 und Trampelschaden und muss in diesem Zug geblockt werden. Das heißt, da geht mein Wächter Remasuri hin. Und ich bekomme außerdem noch bombig Schaden reingedrückt. Das ist schlecht. Ich habe nämlich nicht dran gedacht, dass er natürlich auch noch angreifen kann, während ich ihn. Ich lock ihn ja nicht down. Ah, ich brauche jetzt eine Antwort. Oh, Deck, das kann nicht. Du kannst das nicht ernst meinen. Okay, ich kann ihn eh nicht tot blocken. Das heißt, momentan müssen wir noch angreifen. Oh mein Gott. Ich muss einfach jetzt eine verdammte Lösung ziehen. Ich muss jetzt die Hydra topdecken. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Wir haben noch 12 Karten im Deck. Die Chance, die Hydra zu ziehen, wird immer größer. Das gibt's ja nicht. Wahnsinn. Oh wei, oh wei, oh wei. Wir gehen auf 4. Und in einem Deck, in dem Pump-Spells drin sein können, ist es. Okay, das ist nochmal eine Lösung. Ich könnte mir jetzt Zeit verschaffen, auf die verschiedensten Weisen. Ich könnte Zeitschleife spielen. Ich könnte Tag der Abrechnung spielen. Ich tue es jetzt. Ich werde jetzt nochmal angreifen. Und ich hoffe, ich bereue das nicht. Ich meine, auf der anderen Seite. Die innere Gier in mir sagt, Wardenentzug Zug und Day of Judgment dann. Aber nein, ich werde es jetzt tun.
weil ich gerne einfach ich brauche jetzt jeden Zug, den ich kriegen kann. Wenn er irgendwas zieht, dass das Ding aufgepumpt hätte, wäre ich jetzt tot. Er spielt nichts, das ist sehr gut für uns. Und wir topdecken die Hydra. Jetzt sie muss einfach jetzt am Leben bleiben. Wir spielen sie für 11. So, wir spielen die Hydra für 11. Das ist unser Plan. Wenn er jetzt die Spinne mit Toastbildung zieht, dann drehe ich aber durch. Ohne Scheiß. Okay, er macht nichts. Warum auch keine Wälder spielt, verstehe ich nicht, wenn er sie auf der Hand hat. Weil jeder Wald jetzt für ihn ein Lebenspunkt ist. Oder gewesen wäre schon für ihn. Ich greife mit der Hydra an. Passiert was? Kommt ein Nebel oder so? Es kommt ein Nebel. Er findet einen Kampfschaden. Immerhin kriege ich etwaige Blocker aus dem Weg momentan. Das ist super ärgerlich. Ich brauche 2 Züge, um ihn zu töten. Wäre auf 13, wäre das kein Problem, aber kriegt das jedes Überleben dazu. Oh mein Gott, ist das nochmal ätzend hier jetzt gerade. Wer weiß, wie viel Nebel der hat. Den Unmutige behalte ich auf der Hand. Erstmal, ich möchte nicht wissen, was... Wenn ich den nicht jetzt verspiele, dann kann es blöd laufen. Bitte hab keinen Nebel mehr. Bitte, dass einfach den Kampfschaden durchkommt. Gott sei Dank. Und er geht runter auf 3. Wir sind so kurz davor, dieses Match zu gewinnen. So kurz. Ich kann gar nicht sagen, wie kurz. Er spielt jetzt zum blöden Wald. Kann er gern machen. Solange er kein Nebel hat oder äquivalenten Nebeleffekt, ist es jetzt vorbei. Ich glaube, wir haben all unsere Länder was gespielt in diesem Spiel. Ich glaube, die restlichen sind unten in unserem Friedhof. Ich greife jetzt an mit beiden Dudes. Wenn kein Nebel kommt, ist es vorbei. Das würde meine Seele sehr entlasten. Ich wäre sehr froh, danke Gott sei Dank. Das war eine schwierige Geburt. Oh mein Gott, okay. Wir haben ein Booster-Pack freigeschaltet. Ich würde sagen, wir machen das auch auf. Und wir bekommen... Shivan-Dragon. Wir haben allerdings nochmal einen Traumdrachen, nochmal einen Pazifismus aufgemacht. Nochmal eine Zukunftsaussicht. Würde ich mehr grün spielen wollen, würde ich auch die tödliche Einsiedlerspinne in Betracht ziehen. Aber wir haben relativ solide Karten in blau und weiß bekommen, die ich auch spielen werde. Blau. Da haben wir eben einen Traumdrachen mehr. Ich würde sagen, dass wir tatsächlich den Paladin ersetzen. Naja, eine Zukunftsaussicht mehr brauche ich gar nicht. Den Paladin setze ich aber trotzdem. Oder setze ich ihn? Ich überlege, ob ich nochmal so einnehmen soll, aber. Ich spiele mal 1-1er Split. Ist okay, würde ich mal sagen. Ah ne, Pazifismus wollte ich mehr spielen, ne? Ja gut, dann würde ich dann doch dazu tendieren, den Pazifismus zu spielen. Dann müsste ich hier nochmal Länder automatisch anpassen. 8, 8, 8, 1. Das ist mir doch ein wenig zu mutig. Wie viele Länder spielen wir jetzt? Moment mal. So passt es mir. Alles klar. 16 Länder, 13 Kreaturen, das passt. Okay, beim nächsten Mal hauen wir nochmal die gute Liliana West. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bye bye.